Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man in einem Spülkasten eigentlich die Dichtung richtig wechseln kann und somit auch die Heberglocke reparieren bzw. sogar austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Um an die Heberglocke im Inneren des Spülkastens zu kommen, müssen wir natürlich diesen erst einmal öffnen. Bei der Firma Geberit schaut das Ganze so aus, dass wir unsere Betätigungsplatte erst einmal etwas nach oben drücken müssen, dann oben von den Fliesen bzw. von der Wand weghebeln und sobald ich es loslasse, kann ich diese auch schon nach vorne hin abmachen. Darunter befindet sich unser Befestigungsrahmen und der ist meistens auf der linken und rechten Seite irgendwie befestigt. In meinem Fall muss ich jetzt einfach mal diese zwei blauen Fixierungen nach oben bzw. nach unten ziehen und dann kann ich auch schon diese weißen Haken einmal 90 Grad Richtung Mitte drehen und dann das Ganze einfach nach vorne hin abnehmen. Als nächstes sehen wir noch eine weiße Schutzplatte, die hat hier oben zwei solche kleinen Haken, die ich jetzt etwas nach unten drücke und dann kann ich das Ganze nämlich auch schon wieder nach vorn hin raushebeln. Muss natürlich schauen, dass hier unten noch zwei solche Nasen drinnen sind und somit ist jetzt der Spülkasten auch schon freigelegt. Ich persönlich würde jetzt auf jeden Fall erst einmal noch das Wasser hier oben abdrehen. Entweder ist hier so ein normaler blauer Knopf, den man im Uhrzeigersinn schließen kann oder wie in meinem Fall dann einfach mal einen Schlitzschraubendreher zur Hand nehmen und das Ventil komplett im Uhrzeigersinn zudrehen. Wenn das geschehen ist, die Drückerstange am besten mal noch betätigen, dass auch wirklich das ganze Wasser aus unserem Spülkasten rausfließt, denn dieses stört einfach nur. Und danach können wir auch schon unsere Drückergarnitur einmal entfernen. Hierfür haben wir hier vorne so eine weiße Nase, die drücke ich jetzt etwas nach innen, dann kann ich nämlich dieses Bauteil auch schon nach oben hin rausnehmen und muss natürlich darauf achten, dass ich nichts irgendwie spießt. Das Schwimmerventil können wir normalerweise drin lassen. Zu dem Bauteil habe ich übrigens auch schon extra Videos auf meinem Kanal mal gemacht. Und jetzt geht es darum, dass wir unsere Heberglocke einmal rausnehmen. Diese ist normalerweise hier hinten noch irgendwie am Spülkasten fixiert. In meinem Fall sind das zwei solche schwarzen Laschen, die ich jetzt einfach mal mit den Fingern etwas zusammendrücke. Dann kann ich das Ganze normalerweise auch schon nach vorne hin rausziehen und danach geht es darum, dass wir unsere Heberglocke jetzt mal mit Gefühl nach oben hin rausnehmen und natürlich müssen wir darauf achten, dass das Ganze doch irgendwie eine Fummelarbeit ist, da solche Spülkästen natürlich immer enger werden. Die erste wichtige Dichtung befindet sich hier auf der Unterseite von unserer Heberglocke. Doch was die meisten Leute nicht wissen, wir haben noch eine weitere Dichtung hier innen drin in unserem Spülkasten, denn darin befindet sich noch ein Korb relativ weit unten, der ist normalerweise nur in den Spülkasten reingesteckt, bedeutet mal mit etwas Kraft das Ganze nach oben hin rausnehmen und wir können auch sehen, dass an diesem Korb ebenfalls eine Dichtung noch vorhanden ist. Wie bereits erwähnt, sind diese zwei Dichtungen die Hauptdichtung bei unserem Spülkasten und die machen einfach die meisten Probleme. Falls sie nur irgendwie leicht dreckig sein sollten, beziehungsweise auch größere Kalkrückstände drauf sind, die wofür die Unrichtigkeit zuständig sind, dann am besten diese Dichtungen mal reinigen und es sollte danach wieder funktionieren. Falls sie aber doch schon etwas älter sind und zum Beispiel schon porös beziehungsweise irgendwo eingerissen sind, dann können wir diese normalerweise ganz einfach nach unten hin abziehen, beim Hersteller mal nachfragen und Ersatzdichtungen zulegen. Die kosten normalerweise auch nicht die Welt und dann sollte es auf jeden Fall wieder funktionieren. Falls es danach immer noch Probleme gibt, dann hast du wahrscheinlich ein Problem mit deiner Heberglocke und diese kannst du entweder mal noch in einem speziellen Entkalker über Nacht einlegen. Falls es dann aber auch nichts bringen sollte, da so eine Heberglocke einfach auch ein Verschleißteil ist, was über die Jahre kaputt geht, dann am besten auch eine neue Heberglocke dir zulegen. Bei mir passt alles soweit wieder. Ich habe jetzt auch von dem Korb einmal das Innenteil noch etwas gereinigt, da wo anschließend die Dichtung von meiner Heberglocke drauf sitzen wird, dass diese auch wirklich wieder ordentlich schließt. Und jetzt empfehle ich auf jeden Fall auch noch mal ein Tuch zur Hand nehmen und das untere Teil von unserem Spülkasten noch etwas sauber zu machen, dass natürlich auch die Dichtung von unserem Korb hier unten sauber passt. Danach einfach mal den Korb nehmen, schauen, dass er wieder in unseren Spülkasten hineinpasst und wie beim Rausziehen jetzt nur andersrum mit etwas Kraft nach unten in den Spülkasten reingeben, dass der Korb auch wirklich wieder ordentlich festsitzt. Wenn der Korb richtig sitzt, schaue ich mal, dass meine zwei Öffnungen hier direkt nebeneinander liegen. Die grüne ist normalerweise auch immer auf der rechten Seite und die schwarze Fixierung bzw. Halterung sollte in etwa schon dahinter liegen. Jetzt die Heberglocke einfach mal wieder in den Spülkasten hineingeben und dann muss sie natürlich direkt auch in den Korb
hineinfallen. Das ist auch meistens einfach eine Fummelarbeit. Bei mir ist es auch schon geschehen. Und jetzt schaue ich mal, dass ich hier hinten meine schwarze Fixierung wieder mit zwei Fingern zusammendrücke, gebe sie etwas nach hinten und meine Heberglocke sitzt auch wieder fest im Spülkasten. Bevor wir das Wasser wieder aufdrehen, gebe ich mal noch meine Betätigungsgarnitur in den Spülkasten hinein. Da muss man nur darauf achten, dass natürlich die weiße und grüne Haken dementsprechend auch in die zwei Löcher hier hinten hineinpasst. Das mache ich jetzt mal vorsichtig. Schaut bei mir auch schon gut aus. Und dann müssen hier oben diese zwei weißen Nasen natürlich auch noch dementsprechend einrasten. Danach die weiße Nase hier vorne etwas nach hinten drücken, nach unten geben und die Betätigungsgarnitur ist auch schon dran. Danach wieder unseren Schlitzschraubendreher zur Hand nehmen und das Ganze einmal komplett gegen den Uhrzeigersinn öffnen und anschließend wieder eine halbe Umdrehung zurück, dass das Ventil einfach etwas länger gängig bleibt. Der Spülkasten ist ganz aufgefüllt und bevor wir die Drückerplatte wieder anbringen, betätige ich erst einmal hier meine Drückergarnitur. Jetzt sollte das Wasser natürlich ganz normal von unserem Spülkasten in das Klo hineinfließen. Bei mir schaut es super aus und jetzt ist einfach wichtig, dass natürlich auch kein Wasser mehr nachläuft. Bei mir würde ich sagen, es passt auf jeden Fall, weswegen wir jetzt auch schon da oben alles wieder zusammenbauen können. Hierfür zuerst einmal die Schutzplatte anbringen, die gebe ich zuerst einmal da unten durch meine zwei Drückerstangen hindurch, schaue, dass die Nasen hier unten auch dementsprechend einrasten und wenn ich die zwei Haken etwas nach unten drücke, kann ich sie auch schon nach hinten richtig befestigen. Nun den Befestigungsrahmen so zur Hand nehmen, dass diese zwei weißen Haken auch schon in die Mitte schauen, dann kann ich nämlich diesen auch ganz einfach nach hinten einmal reinschieben, muss natürlich auf meine Drückerstangen hier unten noch achten, dass die auch durch die zwei Löcher hindurchgehen und jetzt einfach mal mit etwas Druck diese weißen Haken einmal nach unten drehen, da drüben drücke ich auch überall dagegen, drehe es nach oben und kann auch schon meine blauen Fixierungen einmal nach oben und einmal nach unten geben. Zum Schluss die Drückerplatte erst einmal unten gegen die Fliesen geben, dass sie da auch in den entsprechenden Federn drinnen ist. Dann drücke ich sie etwas nach oben, gebe sie auch oben gegen die Fliesen und sobald ich loslasse, hält meine Betätigungsplatte jetzt auch schon ordentlich. Und somit haben wir auch schon eine Heberglocke bzw. die Dichtung in unserem Spülkasten richtig gewechselt. Falls du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich eine neue Heberglocke, ein Dichtungsset oder auch weitere Ersatzteile für den Spülkasten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.